Wir Benediktiner beten die Psalmen. Wir starten in den Tag mit den Psalmen. Wir loben Gott eben für das aufkommende Licht. Wir setzen uns mit den Lebensthemen auseinander, die sehr existenziell und angriffig sein können, wie das Leben so spielt. Und wir gehen wieder hinein in den Dank, dass man auch mit Dank etwas zurücklegt. Und diese orientalischen Gebete mit ihren schönen Bildern sind da Wegweiser, wie wir mit Gott ins Gespräch kommen können. Sein bedeutet, eine intensive Gottesbeziehung zu suchen und auch viel Raum haben fürs Gebet. Aber wichtig ist eben, dass man auch die Liebe zur Liturgie hat, die Liebe zum Gebet, die Liebe zur Stille, zur Einsamkeit, die Liebe zu den Menschen. Das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Für den heiligen Benedikt ist es ganz wichtig, dass der Tag eine Struktur hat. Dass man nicht davon redet, was man alles tun sollte und könnte und müsste, sondern dass dafür Zeiten und Räume reserviert sind. Das geht immer mit dem Gebet los, das ist der Vorrang, also in der Früh, mittags und abends, diese großen Zeiten, dass wir miteinander beten und von diesem Gebet aus dann unsere Arbeit auch tun. Wir haben hier in der Bibliothek und in den anderen Büchermagazinen, auf die die Bücher aufgeteilt sind, insgesamt etwa 116.000 Bücher. Ich weiß das ziemlich genau, weil wir in den letzten 20 Jahren alle diese Bücher katalogisiert haben. Wir können heute genau sagen, wo sich welches Buch befindet. Wir haben etwa 400 Handschriften aus der Zeit um 1100 bis 1500. Ein besonders wichtiger Abt im Mittelalter war der Abt Walter. Das war eine Blütezeit damals und von ihm ist uns bis heute die sogenannte Walterbibel erhalten, das kostbarste Buch, auch der kostbarste Kunstschatz, den wir bei uns hier verwahren, eine romanische Riesenbibel, die wohl im Stift St. Peter in Salzburg entstanden ist, die aber dieser Abt damals für unser Kloster erworben hat. Im Archiv werden alle historischen Dokumente, die die Geschichte des Klosters betreffen, aufbewahrt. Darunter sind etwa 4000 Pergamenturkunden. Die älteste Urkunde stammt aus dem Jahr 1135. Dann etwa 10.000 Akten zur Geschichte des Klosters, Urbare, Dienstbücher und vieles mehr. Dazu auch noch eine große Sammlung von Musikalien, also Notenmaterial aus mehreren Jahrhunderten, sowie das Archiv der Augustiner-Eremiten in Mühlen, das ebenfalls hier bei uns aufbewahrt wird. Jetzt haben wir uns daran gemacht, die Kunstsammlung zu inventarisieren. Dazu wird jedes Objekt fotografiert, in einer Datenbank beschrieben und ist somit auch digital abrufbar.
uns ist Bildung sehr wichtig und wir möchten Menschen etwas mitgeben und vor allem in der Schule, dass es nicht nur Sach- und Fachwissen gibt, die auch notwendig sind, sondern dass auch andere Werte und Haltungen geübt und gelernt werden, etwa Teamarbeit und Kooperation, die Hereinnahme von Spiritualität ins Leben, dass etwas an Halt und an Orientierungsmöglichkeit gefunden wird. Und da möchten wir gerade in der Schulpastoral Erfahrungsräume öffnen. Ein Beispiel dafür ist der Versöhnungstag vor den Osterferien, ein religiöser Projekttag, der zu einem bestimmten Thema auch durchgeführt wird, zum Beispiel zur Schöpfungsverantwortung, und wo sich Schüler dann damit beschäftigen, welchen Platz habe ich in der Schöpfung, was ist meine Aufgabe darin, wie ist meine Beziehung zu den Mitmenschen, zu den Mitgeschöpfen. Der Klassenlehrer sitzt gemeinsam mit den Schülern auf Augenhöhe im Kreis. Die Mitte wird gestaltet, meistens vom Klassenvorstand, aber auch manchmal von den Schülern selbst. Und in diesem Kreis werden viele, viele gute Dinge besprochen. Es werden Pläne geschmiedet, es werden spirituelle Themen bearbeitet, Konflikte werden gelöst oder versucht, Lösungen zu finden. Das ist wirklich vorbildlich. Das Buben Dirndl einander was vergönnen, aber auch Mädels untereinander, Burschen untereinander. Und die Schüler sollen auch erleben, dass sie gehört werden, dass ihnen jemand auch zuhört. Dafür wurde für uns vor circa einem Jahr ein Schulvertrauensteam gebildet mit 9 Lehrern, wo sich die Schüler dann auch hinwenden können, falls es einmal ein Problem geben sollte, das man nicht so ganz leicht und in aller Kürze aus der Welt räumen kann. In der Regel des heiligen Benedikt gibt es diesen lateinischen Begriff Honor und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Begriff zu übersetzen. Aus meiner Sicht möchte ich es mit Wertschätzung übersetzen. Wie können wir das auf die Schule übertragen? Schule, ein Ort des Lernens, fordert Beziehungsarbeit auf vielen Ebenen, auf der Ebene mit dem Schüler, auf der Ebene Lehrerkollegium, Schulleitung und natürlich Schulleitung, Lehrerkollegium und Eltern. Beziehungsarbeit braucht Vertrauen in den Menschen und dieses Vertrauen und den Vertrauensvorschuss, den möchten wir mit allen, mit denen wir zu tun haben, einfach geben. Gastfreundschaft spielt eben auch eine wichtige Rolle. Wir haben immer wieder auch Gäste, die unser Leben kennenlernen wollen, die einige Tage mitleben möchten. Dem heiligen Benedikt war das natürlich auch schon wichtig. Der hat uns in die Regel geschrieben, dass Gäste in einem Kloster nie fehlen sollen, nie fehlen dürfen. Und aus diesem Grund hat die Aufnahme von Gästen, die Betreuung von Gästen immer zu uns gehört. Das ist sozusagen benediktinische DNA. Es gibt natürlich auch Gruppen, zum Beispiel Pfarrgemeinderäte, Chöre, die gern zu uns kommen, weil sie unser Ambiente lieben, weil es eine besondere Welt ist. Also Michael Beuern ist ein geistliches Zentrum. Chica, chica, leto, leto, aketo, opana, Hamba. Meine sechste Workshop mit die Southfire Gospel Choir. Für mich ist Michael Beuern immer eine musikalische und religiöse und spirituelle Oase. Und im Exerzitienhaus gibt es eben verschiedene Kurse, also Kurse, die sehr stark glaubendominiert sind, also wo ich etwas für mein Glaubensleben tun kann, neue Einsichten gewinne, theologische Impulse bekomme. Was für mich so wichtig ist, einfach auch dieser Bezug von der Bibelstelle zu meinem Leben. Außerdem treffe ich immer Freunde, die auch immer zu diesen Zeiten kommen. Zurückgekommen bin ich um die Jahrtausendwende. Da gab es ein Seminar führen nach den Regeln des heiligen Benedikt. Im Zuge dieses
Seminars gibt es dann eben auch einen Abend mit dem Abt Johannes, wo er sich mit allen Kursteilnehmern Zeit nimmt und zusammensitzt. Die anderen Möglichkeiten sind zum Beispiel im Kloster, also Klostertage oder Ohrrettler-Bohrer-Tage. Das ist vor allem für jüngere Menschen, die dann sagen, sie möchten einmal in einem Kloster mitleben. Da treffen wir uns zusammen mit den Mönchen im Chor, wo die Mönche auch einen Platz für mich mitten unter ihnen hatten. Das heißt, ich musste nicht irgendwo abseits sitzen, sondern ich war wirklich mit und neben den Mönchen bei jedem Gebet zusammen und auch beim Morgengebet um 6 Uhr in der Früh, was wirklich sehr viel Kraft, was einem sehr viel Kraft in den Tag gibt. Dann arbeitet man zum Beispiel im Klostergarten mit oder in der Bibliothek oder in der Tischlerei. Dass einfach diese jungen Menschen spüren, so leben Benediktiner. Mein persönliches Highlight aus dem Kloster ist eins, was ich am meisten gelernt habe, ist das Wort Dankbarkeit. Das ist unfassbar, wie sehr ich dieses Wort hier zu schätzen gelernt habe. Gut so, jetzt habe ich wieder Inputs bekommen, jetzt bin ich wieder gestärkt, jetzt kann ich meinen Glaubensweg wieder selbst weitergehen. Und wenn ich wieder eine Dankstelle brauche, komme ich wieder hierher, lade neu auf. Aus diesem Grund sind auch so Exerzitienhäuser wichtig, weil sie so kleine Leuchttürme sind, die Licht aussenden und wo ich dann selbst auch Licht empfange, um dann meinen Glauben gut zu leben. Das ist die Chorkapelle, der Raum, wo wir uns täglich 4-mal versammeln zum gemeinsamen Gebet. Wir beginnen schon um 6 Uhr in der Früh mit dem Morgengebet. Um 7 Uhr feiern wir die Heilige Messe in der Stiftskirche. Dann sind wir wieder um 12 Uhr hier in der Chorkapelle. Am Abend dann um 17.30 Uhr zur Vesper und nach dem Abendessen ein letztes Mal zur Komplett. Immer in dieser Kapelle mit dem alten Vorgestell um 1650. Wir sind eine kleine Gemeinschaft, die sehr treu und beständig zum Gebet zusammenkommt. Wir beten unser Stundengebet nach dem deutschen Psalterium. Wir Mönche singen auch. Wir verbinden die Worte mit Melodien, die dann auch im Kopf bleiben und uns noch ein bisschen beschäftigen. Wir singen deutschen Choral bei uns, bei jeder Vesper und bei den sonntäglichen Gebetszeiten. Einen Gesang zum Lob unseres Gottes. Speisegabe dienen. Seines Bundes gedenkt auf ewig. Die Macht seiner Werke hat seinem Volke und getan. Siehe, ich komme, deine Wille zu tun, ist mir Freude, und deine Weisung ist in meinem Herzen. Bis zum Rande gefühlt ist mein Becher. Nur Güte und Liebe werden mich verfolgen. Alle Tage meines Lebens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn. Und dem Heiligen Geiste. In meinem Innersten ist deine Weisung. Ich werde Gerechtigkeit kümmern in großer Gemeinde. Wir achten weiters darauf, dass wir uns sehr regional ernähren, in der Gegend bei uns einkaufen, einen eigenen Garten auch zur Gemüseproduktion und Obstproduktion zu nutzen
Und wir schauen natürlich, dass wir auch saisonal essen. Also es müssen nicht die Erdbeeren im Winter sein. Und beim Heiligen Benedikt ist ganz wichtig, dass Arbeit Teil des Lebens ist. Also Arbeit ist sinnvoll, Arbeit ist Teil der Schöpfungsarbeit, ist Begegnung, ist sinnvolle Tätigkeit füreinander und für die Aufgaben, die wir eben zu erfüllen haben. Und da gibt es eine gute Balance im Kloster zwischen Gebetszeiten und Arbeitszeiten, aber eben auch Lesezeiten, dass die Bildung nicht zu kurz kommt. Auch heute spielt die Lektio im Tagesablauf eine wichtige Rolle. Jeder Mönch soll sich mindestens eine halbe Stunde dafür am Tag reservieren, um betrachtend, meditativ die Heilige Schrift zu lesen. Übrigens ein schönen Gruß von Emanuel. Der war gestern auch dabei, natürlich, der ist auch mit uns gegangen. Der Präses. Nein, der Emanuel, der mal Rektor war und jetzt ist er nur Philosophie. Das war auch eine Sache, die mich total überrascht hat. Und das ist wahrscheinlich wieder so ein Vorurteil, was ich selber in mir hatte, dass ich dachte, okay, die Mönche, die sind hier den ganzen Tag im Kloster, die beten den ganzen Tag, aber das sind so belesene Leute, die sind so umfassend intelligent in jedem Bereich. Also ich habe mich wirklich mit den Mönchen über Landwirtschaft, über Wirtschaft, Politik und über so viele unterschiedliche Themen unterhalten. Und das Wissen von den Mönchen ging so in die Tiefe, dass ich wirklich überrascht war. Im Kloster versuchen wir sehr mit der Schöpfung zu leben und sparsam mit den Ressourcen umzugehen, die uns anvertraut sind. Und so haben wir 1985 schon mit einer Fernwärme-Hackschnitzelheizung begonnen, die das Kloster heizt und viele Gebäude auch im Dorf mitbetreut. Und wir stellen unseren Strom zu 75% jetzt mit Photovoltaik her. In den österreichischen Benediktinerklöstern war das letzte Generalkapitel der Schöpfungsverantwortung gewidmet. Jedes Haus hat sich ein besonderes Projekt vorgenommen. Wir sind in die Stromspeicherung eingestiegen, um auch in der Nacht Photovoltaikstrom nutzen zu können. Bei der Heizung verheizen wir das Holz aus unserem Wald, was Energieholz ist, oder auch von den Bauern der Umgebung. Und bei der Autoflotte versuchen wir auch eine Umstellung, sodass wir zumindest die Hälfte aller Autos als E-Autos dann in Betrieb nehmen können. Wir sind sehr dankbar, dass wir sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben. Es sind insgesamt 20 und sie versorgen die verschiedenen Bereiche im Haus, die wir selber nicht mehr wahrnehmen können. Bei den finanziellen Zielen ist es wichtig zu wissen, ein Kloster ist immer so etwas wie eine Stiftung. Leute haben etwas gegeben, damit dieses Haus leben kann. Und jedes Kloster braucht in der Folge dann Profitbetriebe, die die Non-Profit-Betriebe finanzieren. Das heißt bei uns, wir sind beteiligt bei einer Brauerei, haben gewisse Vermietungen, um dann den seelsorglichen, pädagogischen und kulturellen Bereich finanzieren zu können. Eine ganz lebendige Aufgabe für uns ist es, in der Pfarrseelsorge tätig zu sein. Wir sind mit vielen Menschen zusammen, haben geschichtlich sehr verbundene Orte, die mit uns schon lange in der Pfarrseelsorge verbunden sind. Und da versuchen wir mit den Menschen zu arbeiten, dass sie ihren Glauben finden, ihren Glauben leben können und dass wir auch Gemeinschaft erfahren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Und dann der Tagesschluss ist die sogenannte Komplett, ein Gebet. Groß sind die Werke des Herrn, Hoheit und Pracht ist sein Walten. Und dann ist für die älteren Mitbrüder sozusagen schon dann die Ruhe des Abends angebrochen. Für die, die noch im Arbeitsprozess stehen, gibt es sicher das eine oder andere noch zu tun. Für Seelsorger auch die Meetings und Konferenzen am Abend, die Gespräche, die laufen, weil man da die Menschen einfach besser treffen kann, sodass dann individuell die Zeit ist, ins Bett zu gehen, sodass man am Morgen möglichst ausgeruht wieder aufstehen kann.
Ja, das war wirklich eine sehr, sehr schöne und unvergessliche Zeit für mich die Woche. Alle sind bei uns herzlich willkommen, die Erholung suchen, die Besinnung suchen, die religiöse Fragen haben, die das Gebet sehr wertschätzen, die persönliche Gespräche brauchen. Und herzlich willkommen sind junge Leute, die dem Klosterleben auf die Spur kommen wollen und einmal im Kloster auf Zeit als Gast das kennenlernen. Und wir sind auch sehr froh und offen, wenn jemand diesen Weg weitergeht und mit uns diese Berufung und diese Vision teilt.